Der Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Europa und Frankreich war von historischer Bedeutung. Die von den USA unterstützten Anti-China-Organisationen versuchten wie üblich in Paris zu protestieren. Auch wenn ihre Zahl sehr gering war, versuchten sie daraus irgendwie eine Show zu machen. Und diesmal wollte ich diese Gelegenheit ergreifen und mich in derselben Gegend wie die Demonstranten aufhalten. Mein Plan war dabei, mein kürzlich veröffentlichtes Buch zur Geschichte Xinjiangs und der Uiguren dort an die Menschen zu verteilen und ins Gespräch zu kommen. Genau das habe ich auch gemacht. Die Organisatoren konnten mich nicht mal daran hindern, von der Bühne über das Buch zu sprechen. Den Leuten dabei auch zu sagen, dass sie sich von der Geschichte Xinjiangs selbst ein Bild aus meinem Buch und nicht aus imperialistischen Medienorganisationen informieren sollten. Ich erklärte, dass die These, die Region Xinjiang sei von China besetzt, historisch nicht mit den Fakten vereinbar ist und dass Xinjiang seit der Frühzeit ein Teil Chinas ist. Heute nutzt der politische Separatismus niemanden, er dient nur den Interessen der USA. Wir haben sogar dort ein Plakat aufgezeigt, auf dem erklärt wurde, dass die USA dieses Thema für sich instrumentalisieren. Und haben dies sogar die Organisatoren vorlesen lassen. La question Uyghur est une carte américaine. Auf Französisch die uigurische Frage ist eine amerikanische Karte. Ich habe dann mein Buch, in dem ich all diese Fakten dargelegt habe, an die Demonstranten vor Ort verteilt. Und diese waren so wenig politisch gebildet, dass sie gegen die von mir vorgebrachten Argumente nichts sagen konnten. Außerdem gab ich Franz von Katzke ein Interview, in dem ich über die erfolgreichen sozialistischen Entwicklungen Xinjiangs und Chinas sprach und den Staatsbesuch Präsident Xis in Frankreich als eine Gelegenheit für gemeinsame chinesisch-europäische wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungsinitiativen darlegte. Ich wurde zudem von der Chefkorrespondentin der ARD in Paris zu meinem Buch interviewt und nutzte diese Gelegenheit, um die Kernthesen meines Buches zu wiederholen und für eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und China zu plädieren. Ich sprach zudem auch ausführlich mit dem Präsidenten von Amnesty International France, Claude Semoyer, und vertiefte die Themen meines Buches mit dem ehemaligen Senator André Gattolin, der kürzlich von Präsident Macron mit der Légion d'honneur ausgezeichnet wurde, sprach ich zudem über den Staatsbesuch Xis.